Hey, liebe Zombie-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ich habe die Nacht wieder genutzt und hier ein bisschen weiter gegraben, wie ihr seht. Zack. Ups. So. Wir räumen kurz unsere Taschen aus. Haben jetzt schon ein Stack Stein. Zwei will ich mindestens mit heimnehmen. Öl wird wichtig für uns in weiterer Zukunft zu Hause. Es kommt hier rein, das kommt dahin. Das Fett kommt auch hier rein. Die Baublöcke brauche ich jetzt nicht. Die habe ich mir einfach mit in die Grube genommen zur Sicherheit. Wir fressen uns nochmal voll. Vitamine könnte man eigentlich auch mal eine nehmen, ne? So, und dann. Kurz noch einen Blick hier rein. Jawohl. Machen wir uns auf den Weg zur nächsten Quest. Wir müssen ein Gebiet säubern. Fury Farm. Und wenn wir Glück haben und da relativ gut durchkommen, schaffen wir vielleicht in dieser Folge sogar eine zweite Vierer-Quest, ne? Es ist mittlerweile Tag 31. Tag 35 ist die nächste Horde. Sprich, Tag 34 sollten wir eigentlich wieder zurück. Ach, das ist die, was wir eh schon mal gemacht haben. Okay. Die haben wir ja schon mal gemacht, ne? Das war die Quest, wo wir. Wow! Das war die eine Quest, wo wir damals. So, alles wach. Nee. Das wollte ich tun. Man sieht halt dadurch das ganze Gestrüpp sehr wenig. Das war die Nachtquest, was wir gemacht haben bei Jen, ne? Bist im falschen Biom, mein Freund. So. Hinten war ein Hund, das weiß ich noch. Klopft jemand dagegen? Wir gehen wieder außen rum. Und hier waren Hühner. Und ein Schwein war da, was uns angegriffen hat das letzte Mal. War das einfach nur Kornsieds, okay. Wow! Diesmal hat uns auch wieder ein Schwein angegriffen. So ein Schwein, ne? Das Schwein. So. Chicken Corp, komm mal hier rein. Ups. Schön wäre es ja, wenn man wirklich so Hühner halten könnte. So, dass man einen Hühnerstall baut, ne? So wie Mist Survival. Und dann kann man da auch Hühner domestizieren. Hallo. Einmal hier durch. So. Viele Feral-Zombies. Sehr, sehr viele Feral-Zombies. Der Hund war, glaube ich, hier drin.
Ich höre noch ein Vieh. Schweinchen! Ich hab dich gerade gesucht. Da ist nichts drin. Also ihr merkt, ich gehe da gerade ein bisschen schneller durch. Einfach weil wir den POI schon kennen. Vehicle, sehr schön. Und genau, wir müssen dann beim Bob schauen, das habe ich vergessen, wegen dem einen Buch für die Klingenfallen, ne? Weiß aber schon wieder nicht mehr, wie das Buch geheißen hat. Knife Guy. Nee, da wollte ich eigentlich reinschauen. So. Tüdelüm, tüdelüm. Okay, können wir verkaufen. Ist da oben. So, wo sind denn da noch Zombies? Und diesmal hoffe ich nicht, dass da wieder so viele Schreierinnen kommen. Okay, bin gefangen. Erstmal weg hier. Wir sind fertig. Das ging jetzt flott, ne? Das ging jetzt schnell, Freunde. Jetzt holen wir uns noch hier oben den Loot. Ups. Nice. Jede Menge Zeug. Eine extra Kiste in dem Fall jetzt, ne? Das ging jetzt wirklich schnell. Kommen wir doch noch hin mit unserem Zeitplan. Wenn wir da irgendwas, das können wir scrappen, ne? Die möchte ich nicht scrappen. Machetenteile. Bogenteile braucht man, ne? Bogenteile würden wir brauchen. Die geben wir uns jetzt mal rein, die Drogen. So. Was haben wir hier? Big Hitters. Bow Hunters. Haben wir irgendwas, was wir... Maissamen braucht man nicht. Brauchen tun wir sie natürlich, ja. Wenn wir dann zu Hause sind, damit wir wieder was anpflanzen können. Das isst du gleich. Und da war auch noch eine Kiste, die haben wir beim letzten Mal ja ausgelassen. Aus Gründen. Wildbreteintopf, yam, yam, yam. So. Ich schau gerade den einen Stein. Gehen wir weg. Die neuen Fetzen gehen wir weg. Und fertig. Fertig. Das war's. Da geht sich doch heute noch eine zweite aus, ne? Räumen wir das kurz aus. Geben ab und... Palim, palim. Wir brauchen dringend ein Fahrzeug mit größerem Kofferraum. Ich habe mir generell überlegt, ins Ödland, wo dann die 5er Quests sind, da gehen wir wirklich erst, wenn wir einen Jeep haben. So, zack, kommt nochmal das hier rein, was dringend ist. Warum sind die hier?
So. Wobei, eins könnten wir uns eigentlich im Inventar behalten. Das. Ein bisschen mehr Munition für die AK nehmen wir mit. Das gönnen wir uns. Schockstabteile brauchen wir. Handfeuerwaffenteile behalten wir. Das behalten wir. Die behalten wir. So. Schienen behalten wir uns auch. Einfach mal zur Sicherheit, ne? Passt, den Rest verkaufen wir. Servus! In dem Fall nehmen wir jetzt die Antibiotika, ne? Holzsplittermod. Welche haben wir hier drinnen? Die haben auch die Holzsplittermod drin. Das heißt, das kannst du haben. Die magst nicht. Electrical Traps. Elektrozaum, Pfeil und Klingen freigeschaltet. Sehr schön. Jetzt sollte gerade schauen, ob er noch Vehikelbücher hat, aber die hat er nicht. Maybe next time. Maybe next time. Nachts. Da-da-dum. Abholen, säubern. Abholen, säubern. OPS. OPS Logistics, ne? So, zack. Arg. Da ist schon wieder viel zu viel drin. Die gehen wir ins Motorrad. Motorrad, Motorrad. So. Okay, und das schmeißen wir weg. Wo geht's lang? Einmal geradeaus, bitteschön. Das heißt, wir können jetzt die Klingenfallen herstellen, meine Damen und Herren. Die werden ziemlich, ziemlich teuer. Das heißt, wir brauchen dann auch ziemlich, ziemlich viel Benzin für den Generator. Mason Farm. Ein stabiler Zaun. Stabiler Zaun. Also OPS kenne ich definitiv noch nicht. Und es schaut sehr, sehr groß aus, ne? Es schaut nach einem sehr, sehr großen Poi aus. So, ich rechne mit Geierangriffen und mit Hundenangriffen hier drinnen, ehrlich gesagt. Wow, da ist gerade was explodiert, ne?
Da ist gerade was explodiert. Hast du das? Eine Jennifers Schatzkarte in der Wüste. Okay. So. Irgendwas drin? Nö. Dann nehmen wir das Leder mit. Ich glaube, vom Leder werden wir auch noch ganz, ganz viel brauchen, meine Damen und Herren. Reparaturkits sehr gut. Die gehen eh langsam aus. Ich hätte gern als Fahrzeug so einen Gabelstapler zu Hause, ne? In-game jetzt. Im echten Leben müsste ich nichts damit anfangen. Wir müssen dann eh mal unsere Knarren reparieren. Wo sind sie? Kann man nicht looten? Abholen müssen wir hier auch was, ne? Ja. Hey, Freund Schneeschuh, bleib da. So, geht's hier jetzt dann rein in den Laden? Das ist von der Größe her, würde ich sogar sagen, fast schon Fünfer, ne? Empfangswiki. Man braucht halt jetzt auch für die ganzen Quests schon immer mehr Munition, ne? Ist nicht mehr so, dass man einfach mit der Machete durchläuft. Ist nicht mehr, leider. Warte, hier noch kurz schauen. Versteckt sich was am Häusl? Nö. Auch nicht auf der Herrentoilette. Was? Schalt das Licht wieder ein. Viel Messing. Messing ist gut. Denn Messing kann man so ja nicht abbauen. Ich lerne dann gleich mal die ganzen Bücher. Boah, hat mir der jetzt geschreckt. Du musst gleich noch eine nachhauen, ne? So. Furious Fists, Tech Planet. Handyland. Ab und zu ist mal ein Medibag auch ganz angesagt, ne? Kommt, die reparieren wir jetzt aber gleich.
Da kommt noch mehr ferales Zeug auf uns zu. Wow! Sag ich ja, da kommt noch mehr so feraler Scheiß auf uns zu. Ein Geier, der fliegt auch draußen herum die ganze Zeit und wartet auf uns. Forged ahead. Das Chef-Klo. Ah, wäre ich Chef, hätte ich auch ein eigenes Klo. Ich muss dann, glaube ich, mal zum Motorrad. Bevor wir drüben in die Verpackungshalle gehen. We have gone days without an accident. Ich war mal, als ich noch selbstständig war, bei einer Firma und da war wirklich so ein großer Industriebetrieb und da war wirklich so bei der Einfahrt beim Portier eine riesengroße Leuchtreklame. Heute erst 3 Unfälle oder irgendwie so, ne? Wir sind auf jeden Fall auf der Ebene, wo es das Ding gibt, ne? Und geht's hier weiter? Hier ist noch die Küche. Ihr hört, was ich höre, oder? Wir müssen die Schreierin wegmachen. Airdrop. Kommt jetzt auch noch. Kurz zum Motorrad ausladen. Die Schreierinnen, nee. Verkaufen, 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 verkaufen. Schatzkarte behalten wir uns auch hier. Verkaufen. Weg. Scrappen. Scrappen behalten wir uns. Weg. 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 Die scrappen wir. Weg. So, so und so. Papier weg. Die behalten wir uns natürlich. Das behalten wir uns, das behalten wir uns, das behalten wir uns, das behalten wir uns. Das kommt gleich rüber. Kann auch weg, kann auch weg, kann auch weg. So, weiter geht's. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. Aber ich bin sonst die ganze Zeit so vollgeräumt. Geier da oben stört mich. Ruhe.
Kann man da durch? Nee. Die kommen aber von außen, was wir da jetzt hören, ne? So. Hier geht's weiter. Da sind mal die Supplies. Sehr schön. So, wo geht's denn hier weiter? Ist das so gedacht, dass ich da raufspringe? Ich denke mal, oder? Okay, Alter. Hätte ich so raus können, oder was? Und ich mach da Tam-Tam. Die sind alle da drin, ne? Ist verschlossen. Verschlossen. So, dann geht's hier weiter. Jetzt kommen wir im Werkbereich. Verschlossen. Hallo. Das sind... Oh! Zu viel auf den einen konzentriert. Ich sollte mir eventuell noch ein bisschen Muni aufbehalten, ne? Fällt mir irrsinnig gut. Okay, da geht's dann raus. Das Personal. Viele Kisten sind hier, ne? Logischerweise, wenn das eine... Wenn das der OPS ist. Das heißt für uns, schönerweise, viele, viele Bücher. Säure. Oh, Baublöcke können wir dabei mal mitnehmen, vielleicht brauchen wir es noch. Um uns irgendwie abzugrenzen oder so beim Endloot. Da vorne ist eine Fackel. Ich hör die eh, mein Freund. Die sind ja so grauslich, ne? Die schauen so arg grauslich aus.
Aber da gibt es einfach viel zu viel zum Looten für mich. Haben wir alles? Das klang mir jetzt fast schon ein bisschen zu nah. Ich muss das leider alles mitnehmen, Freunde. Das brauchen wir wirklich. So, Schaufel müssen wir auch gleich reparieren. Nee, das wollte ich nicht. Schwebepalette. Kiki, meine Schwebepalette. Ist in der heutigen Logistikszene sehr, sehr wichtig. So, jetzt ist es soweit. Hier kriegen wir es halt geschenkt, ne? Mehr oder weniger. Kommen die dann durch mal da durch oder was? Wie schaut's aus? Die gehören aber, glaube ich, gar nicht zum Poi. Und was da an Cobblestone und so rausgeht, das können wir alles zu Hause verbauen. Zement. Einfach schön. Gerade noch gesehen. Da ist noch eine Tür. Die schauen wir auch gleich rein. Servus. Okay, die Tür schaut zu uns. Viel Farbe. Die Farbe würde ich mir fast sogar jetzt mal aufbehalten. Ich will da drüben noch kurz reinschauen. Da noch irgendwas ist außer Toiletten. Mal verkaufen. Ein Klomesser. So, wo geht's jetzt hier weiter? Hier war eine... Nein, war keine Leiter. Das heißt, wir müssen eh hier rauf. Und dann wahrscheinlich da so Jump'n'Run-mäßig irgendwie einen Weg rüber bahnen. Okay, fängt schon wieder Jump'n'Run-mäßig cool an. Okay, die halbe Nachbarschaft. Handgun Magazine. Haben es irrsinnig cool gebaut. Sowas fasziniert mich ja immer. Ups. Immer wenn die Entwickler dann so tolle Maps bauen und so Poise. Und da steckt halt wirklich viel, viel Zeug herinnen und viel Stunden und Arbeit und Ideen, ne? Ist nicht einfach so, dass du hier eine Welt erschaffst, sondern wirklich, dass du hier ganze Gebäude und so ausgestaltest. Also da steckt viel Kreativität drin. Oh! Fuck! Bin ich erschrocken.
Puff. Das sind wieder die Momente, wo ich schreibe wie ein Bibi. Ich vermute mal, dass hier in dieser Halle dann der Endloot irgendwo ist. Vermutlich. Der hat gelbe Augen, ne? So. Ist auch gut, dass man da mal rüber sieht dann nämlich auch, ne? Was da drüben so auf einen wartet. Übrigens ist mein Fernseher kaputt und ich bräuchte eh einen. Kann ich mir vielleicht von hier einen mitnehmen? Aha. Okay. Langsam komme ich ein bisschen durcheinander hier. Nest. Komm, das ist auch gleich. Ich traue dem Ganzen nicht. Auf einmal vor allem wieder Zombies am Schädel, ne? Das mit den Kisten hier finde ich super. Wenn uns das ganze Inventar zusammenmüllt. Wenn wir die Paletten abbauen, also mit der Schaufel, dann kriegen wir Holz auch, sehe ich gerade. Das war mir gar nicht bewusst bis jetzt. Aha. Oh, nice. Danke. Bereit für die Endwelle? Gib's jetzt einmal. Wo ist noch einer?
Ha! Schön aus der Hüfte heraus. Im Flug. Wir haben wieder eine Quest abgeschlossen. Die dritte und zweite in dieser Folge. Von Level 4. Ich nehme das Zeug hier natürlich mit. Das, wir haben nichts zu verschenken. Au, meine Füße tun schon wieder weh. Gehen nicht schon wieder. Also die Schreierinnen, so cool sie ich sie finde, ja, von der Mechanik her, sie gehen mir echt auf die Nerven. Schon wieder voll. Huhuhu. So die große Kiste. Okay, mein Headset sagt gerade, Batterie ist low. Was war das? Irgendwas abgeschlossen? 44, komm. Brauchen wir eh nicht. Das würde ich mal gerne, Standhaftigkeitsmod würde ich mal allerdings gerne mitnehmen. Die Knochen braucht man nicht. Die können wir sicher gut verkaufen. Jawohl. Das kostet so eine Farbe. 10. Ich weiß jetzt nicht von den Farben her, wie es ist. Die Tukes nehmen wir auf jeden Fall mit. Hunters. Da schauen wir noch rein. Schrotflintenteile. Nice. Warte mal, die können wir scrappen und dann nehmen wir das mit. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Scrabity. Gewehrteile wären auch interessant. Statt den Fetzen. Dann nehmen wir das Zeug noch mit. Noch was? Versteckt. So, da. Gehen wir noch kurz mal durch mit der Schaufel. Und dann haben wir es, ne? Dann haben wir es. Wo ist sie denn? Geht's gleich ab hier. Ich finde gerade nämlich den Ausgang nicht mal. Jetzt sind wir auch mal ziemlich mit der Munition leer geworden. So. Wir geben das noch schnell ab. Weil ich gerade echt am Überlegen bin, ob ich mal die... Schauen wir da kurz mal vorbei, du, was das für so eine Horde ist. Wow! Keine gute Idee, Marito. Masons. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. So, da la. Das ist halt so eine extra Schwierigkeit quasi, ne? Wenn du dann eh schon bei der Endwelle bist und auf einmal kommen 1, 2, 3, 4, 5, 10 Schreierinnen, macht es das Ganze nicht besser. So, kurz hier ein Blick rein, da war nämlich noch was zum Verkaufen. So, das behalten wir uns,
bleibt bei uns, bleibt bei uns, bleibt definitiv bei uns, bleibt auch bei uns, bleibt bei uns. Die haben wir schon. Bleibt. Zack, 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 zack. Das verkaufen wir. It's a hot one today. Come on in. Cool off and have a look around. Sprengpfeilmunition? Nee, braucht man nicht. Aber hier die Rifle World würde ich mir nehmen. 1500 Jetons, was, wie viel bringen die? 286. Und wenn wir sie ihm verkaufen, Rifle World findet man noch genug. So, das kannst du haben, die kannst du haben, das kannst du wieder zurückhaben. Gewehrteile behalten wir uns, haben wir gesagt. Der große Kuh. Den kannst du haben, den kannst du haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich zu Hause einen Malerpinsel habe. Ich behalte ihn mir zur Sicherheit mal aus. Wir können ihn ja in Wrecked auch verkaufen, wenn es wirklich wäre. So, und in der nächsten Folge werden wir Zombies beseitigen in der Right Resistance. Und bis dahin, liebe Leute, ciao, baba. Bleibt gesund, euer Marito.